Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Horoskop für den August 2022. In diesem Video schauen wir uns Ihren Verlauf des Monats an. Im Anschluss wird es noch einige Tipps geben, mit denen Sie in diesem Monat deutlich glücklicher werden. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos und aktivieren Sie die Glocke, um eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald Ihr neues Horoskop erscheint. Los geht's! Vielleicht verarbeiten Sie zu Beginn dieses Monats so viele seltsame Gedanken und Enthüllungen, Zwilling. Immerhin beginnt Ihr Zwillinge-Horoskop für August 2022 mit einer mächtigen Gelegenheit, Ihrer Intuition zu folgen. Wenn der aggressive Mars am 1. August in Ihrem unterbewussten 12. Haus auf den unberechenbaren Uranus trifft, könnten Sie Geheimnisse und verborgene Wahrheiten entdecken, die Sie umhauen. Gehen Sie nicht impulsiv mit diesen Informationen um, denn Sie verdienen es, mit Feingefühl behandelt zu werden. Vielleicht sind Sie in diesem Monat sensibler und gefühlvoller. Merkur, Ihr herrschender Planet, tritt am 4. August in Ihr privates und persönliches 4. Haus ein und ermutigt Sie, Ihr Handeln von Liebe und Freundlichkeit leiten zu lassen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie sich und Ihre Lieben mehr zu Hause fühlen. Da Venus am 11. August in Ihr 3. Haus der Kommunikation eintritt, wird auch Ihr soziales Leben immer aufregender. Das wird Sie zu koketten Gesprächen mit potenziellen Liebhabern inspirieren und dazu, Pläne mit den vielen Freunden zu machen, die sich wünschen, dass sie mehr Zeit für sie hätten. Da der Vollmond im Wassermann am 11. August Ihren Blickwinkel erweitert, werden Ihnen viele Möglichkeiten bewusst, die Sie bisher übersehen haben. Seien Sie aufgeschlossen und nutzen Sie Ihre Lust auf Abenteuer. Lassen Sie sich nicht von lästigen Details aufhalten, wenn das große Bild so schön aussieht. Einige der schweren Gedanken, die Sie bisher nur mühsam verarbeiten konnten, werden ab dem 16. August an Klarheit gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt steht der geniale Merkur im Treigen zum innovativen Uranus, was Sie dazu anregt, Vergebung zu üben und sich von alten Urteilen zu lösen. Bei der Vergebung geht es nicht darum, jemanden wieder einzulassen, sondern darum, dass Sie dessen Drama nicht länger an sich heranlassen. Sobald jedoch der aggressive Mars am 20. August in den Zwilling eintritt, könnten Sie sich viel leidenschaftlicher, hitzköpfiger und schneller wütend fühlen. Nutzen Sie diese aufsteigende Energie und erlauben Sie ihr, Ihnen Selbstvertrauen zu geben, nicht Zerstörung. Sobald Ihr kluger und schlagfertiger planetarischer Herrscher, Merkur, am 25. August in das andere Luftzeichen Waage eintritt, werden Sie sich in einem viel leichteren und angenehmeren Kopf befinden. Da Merkur Ihr 5. Haus der Hobbys und künstlerischen Bestrebungen bereichert, könnten Sie in der Stimmung sein, sich auf farbenfrohe Weise auszudrücken. Ignorieren Sie Ihre kreativen Instinkte nicht. Und wenn der Neumond in der Jungfrau am 27. August den Monat abschließt, wird er Sie ermutigen, Ihr Privatleben mit etwas wohlverdienter Streicheleinheit zu pflegen. Sie verdienen es zu wissen, dass Sie dazu gehören. Sie müssen wissen, dass Sie geliebt werden. Vergessen Sie es, ein Image von Prestige und Berühmtheit zu kultivieren, und konzentrieren Sie sich lieber darauf, inneren Erfolg zu finden. Um in diesem Monat das Beste aus Ihrem Leben und aus Ihnen selbst zu machen, habe ich 7 Tipps für Sie vorbereitet. Erstens. Bleiben Sie sich selbst treu. So viel Unglück rührt daher, dass Sie Entscheidungen treffen, die gegen das verstoßen, was Sie in Ihrem Innersten, Ihrem Bauch, als richtig empfinden. Tief im Inneren wollen Sie es nicht tun, aber Sie tun es trotzdem. Sie hören auf Ihren Kopf. Sie versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Gehaltserhöhung es wert ist, oder dass das Risiko zu groß ist, oder dass es besser ist, an Ort und Stelle zu bleiben, den Kopf unten zu halten. Sich selbst treu zu bleiben, ist eine Herausforderung. Aber Ihr wahres Ich effektiv zu unterdrücken, ist eine noch größere Herausforderung. Zweitens.
Tun Sie das, was Sie lieben, nicht das, was man Ihnen vorschreibt. Zeit mit dem zu verbringen, was Sie lieben, bedeutet Arbeit. Harte Arbeit. Und die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen aufgeben. Sie suchen sich einen Job, um die Rechnungen zu bezahlen und tun das, was sie lieben, nebenbei. Irgendwann verlieren sie die Motivation, verfallen in die Bequemlichkeit der Routine und geben genau das auf, was sie einst am meisten geschätzt haben. Und jahrelang blicken sie dann mit Bedauern zurück und sonnen sich fast in der Aussage, ich wünschte, ich hätte. Es mag eine Weile dauern, bis sie es merken, aber irgendwann werden sie es merken. Sie werden ein immenses Gefühl des Verlustes empfinden, weil sie nicht bei der Sache geblieben sind, die ihnen einst wahre Freude bereitet hat. Selbst wenn sie es nie zu ihrem Beruf machen. Selbst wenn sie es nur für sich selbst tun, tun sie es trotzdem. Die Tatsache, dass etwas für sich selbst tun als Zeit- und Energieverschwendung angesehen wird, ist Beweis genug für unsere leistungsorientierte Gesellschaft. Drittens. Schaffen Sie die für Sie richtige Umgebung. Wenn Sie ein extrovertierter Mensch sind, sollten Sie nicht in einem Job arbeiten, der diesen Teil von Ihnen unterdrückt. Wenn Sie introvertiert sind, versuchen Sie nicht, sich an eine extrovertierte Unternehmenskultur anzupassen. Ihr eigenes Glück ist ein Spiegelbild Ihres Tagesablaufs, der Dinge, die Sie tun, und vor allem der Art und Weise, wie Sie sie tun. Schaffen Sie Ihre eigene Umgebung. Bringen Sie sich an einem Ort unter, der Ihnen hilft, zu wachsen, anstatt Ihr Wachstum zu unterdrücken. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie verstehen oder sich zumindest bemühen, sie zu verstehen. Es gibt immer Optionen. Geben Sie sich nicht mit einem Ort zufrieden, der Ihren Kern nicht nährt. Viertens. Wählen Sie Ihre Freunde mit Bedacht. Sie sind ein Spiegelbild der 5 Menschen, mit denen Sie die meiste Zeit verbringen, wählen Sie sie mit Bedacht aus. Wenn Sie sich viel beschweren, werden Sie sich unweigerlich auch viel beschweren. Wenn Sie faul sind, werden Sie auch faul. Wenn Sie sich nicht aktiv verbessern, werden Sie sich auch nicht aktiv verbessern, es sei denn, Sie verlassen die Situation und finden andere, die diesen Teil von Ihnen widerspiegeln. Es ist sehr schwierig, in einem Zustand des Glücks zu bleiben, wenn Sie von Negativität umgeben sind. Fünftens. Entwickeln Sie positive Gewohnheiten. Wir Menschen glauben gerne, dass Glück das Ziel ist, an dem es keine Herausforderungen mehr gibt. Alles ist einfach. In Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Wir lieben Herausforderungen. Wir gedeihen durch Herausforderungen. Wir wachsen durch Herausforderungen. Wir entdecken uns selbst, indem wir herausgefordert werden. Und es ist nicht die Sache selbst, sondern Ihr emotionaler Zustand, der darüber entscheidet, ob dieser Prozess des Wachsens und der Herausforderung angenehm ist oder nicht, so wie ein Training angenehm oder zermürbend und schmerzhaft sein kann. Der einfache Akt der Entwicklung positiver Gewohnheiten an sich bringt ein zutiefst verdientes Glück mit sich. Wir sind glücklich, weil wir uns selbst überwunden haben. Sechstens. Schaffen Sie Gewissheit und lassen Sie Raum für Ungewissheit. Wenn alles in Ihrem Leben durchgeplant ist, dann ist es langweilig. Wenn nichts in Ihrem Leben geplant ist, dann ist es riskant und unruhig. Das Glück liegt irgendwo in der Mitte. Sie wünschen sich gerade so viel Sicherheit in Ihrem Leben, dass Sie das Gefühl haben, auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und nicht völlig in Gefahr zu sein, aber Sie haben sich das Fenster offen gelassen, damit sich die Spontaneität ab und zu für eine Übernachtung einschleichen kann. Es sind die spontanen Abenteuer, die extreme Momente der Freude bringen. Aber Sie lassen sich am besten genießen, wenn Sie wissen, dass Sie auch etwas Sicheres haben, auf dem Sie landen können. Siebtens. Seien Sie verletzlich. Beängstigend, aber es gibt ein unübertroffenes Glück, das sich aus der Verletzlichkeit ergibt. Diese Momente bestätigen uns, dass wir Menschen sind. Dass wir unvollkommen sind.
Wir öffnen uns und können, als ob wir zum ersten Mal in den Spiegel schauen würden, einen Schritt zurücktreten und klarer sehen, wer wir sind, im Guten wie im Schlechten. Wir akzeptieren uns selbst und lassen andere dasselbe tun. Verwundbarkeit ist das Geheimnis. Wir als Gesellschaft geben uns große Mühe, um zu verbergen, wer wir sind, und schaffen Masken, Persönlichkeiten und Bilder, um die Teile darzustellen, von denen wir wissen, dass sie Anerkennung finden, während wir den Rest in den Schatten verbannen. Aber unsere beste Arbeit entsteht, wenn wir verletzlich sind. All unsere glücklichsten Momente und traurigsten Erkenntnisse kommen daher, dass wir verletzlich sind. All unsere tiefsten Lieben und besten Freundschaften entstehen, wenn wir verletzlich sind. All unsere Kunst, all unsere Musik, all unsere Kreativität kommt daher, dass wir verletzlich sind. Verletzlichkeit ist das Geheimnis des Glücks. Das Glück ist nicht irgendwo da draußen und wartet auf Sie. Das Glück ist in der Verletzlichkeit verborgen und die Verletzlichkeit ist in Ihnen selbst verborgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie am Montag wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.